Was ein fucking Model. Pilz kaufen. Der Kaffee schmeckt scheiße. Heyo Freunde, Cedric ist wieder back, Eddie Game mit einem neuen Video auf dem Kanal. Wow! Also Leute, heute gibt es ein neues Video und es ist jetzt schon fast 20 Uhr. Ich glaube, es ist sogar schon 20 Uhr. Die Uhrzeit sagt 19.30 Uhr. Okay, ist noch nicht 20 Uhr. Nice. Also auf jeden Fall erst 19.30 Uhr und erstmal mal, ich hoffe, einem geht's gut und knackig. Leute, mir geht's scheiße. Mein Pulli ist wegen dem Döner dreckig geworden. Der Kaffee hat nach Arschritze geschmeckt und ihr müsst euch vorstellen, mein Trikot, was ich damals bekommen habe, wo ich zum ersten Mal in London war, hat mein kleiner Bruder einfach offiziell schrotten lassen von meinem Hund. Digga, das war das einzige Erinnerungsstück, sage ich mal, aus meinem ersten London-Aufenthalt. Auf jeden Fall geht es heute um meine Haare, Leute. Gerade seht ihr, sind die broke, also nicht gemacht oder so. Ich trage ja seit neuestem immer einen Zopf. Das liegt ganz einfach daran, Leute, dass sie jetzt wirklich ultra lang sind. Also ich würde richtig scheiße aussehen mit offenen Haaren, wenn sie halt, ja, trocken sind. Wenn sie nass und offen sind, sehen sie wirklich sexy aus, aber wenn sie halt einfach so trocken und offen sind, finde ich sie jetzt nicht so geil, dann sehe ich halt wirklich hart komisch aus. Ja Leute, wie gesagt, mich wurde auch gefragt, wie ich eigentlich meinen Zopf mache, blende ich hier mal ein und dann dachte ich mir so, komm, mach ich einfach mal ein Video dazu und zeige euch, wie ich mir diesen Zopf mache und ich zeige euch, wie meine Haare derzeit aussehen, Leute. Ich habe mich gerade zum zweiten Mal auf meine scheiß Brille gesetzt, Junge, zum zweiten Mal, Mann. Ich habe die Brille wieder kaputt gemacht. Guck mal, wie schief sie ist. I like turtles. Ich muss jetzt zum fünften Mal zum Optiker gehen. Ich bin einfach nur der Typ, der jedes Mal kommt, weil er sich auf seine Brille setzt. Aber ich komme mir so blöd vor. Es ist wie, als würdet ihr so vor einem Mädchen stehen und sie würde sich gleich ausziehen. Okay, dann bis gleich. So Leute, das Lustige ist ja, ich wurde heute noch gefragt, wie sehen deine Haare jetzt eigentlich offen aus? Ich möchte gar nicht viel rumlabern, Leute. Fakten zu meinen Haaren. Ich lasse meine Haare jetzt seit gut eineinhalb Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lang. Auf jeden Fall schon über ein Jahr, denke ich, lasse ich meine Haare jetzt einfach growen. Und ich denke, sie sind schon relativ lang für einen Jungen, für einen echten Mann wie mich mit Brusthaar. Nein, aber ich denke, sie sind schon wirklich ziemlich lang. Deswegen werde ich sie gleich euch auch mal zeigen. Also echt kriege ich die Rezension von wegen, schneid sie dir ab. Also während des Wachstums habe ich immer nur gehört, schneid sie ab endlich, weil während sie wachsen, sehen sie wirklich scheiße aus. Also an alle Leute, wenn ihr euch die Haare lang wachsen lassen wollt, wenn ihr euch die Haare lang wachsen lassen wollt, also halt oben lang wachsen lassen wollt, an den Seiten, es sieht wirklich übergangsweise ziemlich broke aus. Sogar selbst Lehrer haben mich drauf angesprochen. Euer Job ist es, mich zu unterrichten und nicht auf meine Haare anzusprechen. Oh mein Gott, Alter. Aber ich konnte es eh nicht ernst nehmen, weil ich meine, die Frisuren derer Lehrer sind jetzt nicht so die besten. Sagen wir es mal so, Leute. Aber ich zeige jetzt gleich meine Haare, weil es hat noch wirklich viel interessiert. Also, bevor ich weiterrede über meine Haare, Leute, let's get straight into it. 3, 2, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich gut belichtet bin. 1 und... Nee. So Leute, das sind meine Haare offen, Digga. Ja, kann man jetzt gut finden, schlecht finden. Ich weiß, ich glaube, ich sehe gerade aus wie die größte Mongo. Ich muss mal die Innenkamera öffnen, bevor ich mich hier echt für mein Leben im Internet bloßstelle. Okay, geht voll. Von vorne sehe ich so aus wie so eine Heike. Nein, von vorne geht's eigentlich, von hinten. Und die Haare gehen ungefähr bis hier so. Also schon länger als mein Gesicht. Das entspricht auch ungefähr die Länge meines Cocks. Das ist ungefähr so ein Achtel meiner Arschhaare. Nein, Spaß, Leute. Aber ihr seht, ich verliere wirklich viele Haare allein durch diesen Zopf. Deshalb muss ich auch oft saugen in meinem Zimmer. Ja. Aber offen sind sie ja wirklich ungenießbar, egal wo ich bin. Wenn es warm ist, ja, dann bin ich doppelt am Schwitzen. Weil die Haare wirklich, ja, die wärmen die Ohren schon ganz gut. Aber Leute, was habe ich jetzt vor mit meinen Haaren? Ich habe vor, mir Braids zu machen, wie es aussieht. Also, oder halt Rasterlocken. Den Zopf. Dann, meine Damen und Herren, ihr nehmt einfach alle Haare, so mache ich es immer, und ihr macht die einfach komplett nach hinten. Das ist meine Art und Weise. Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber mein Hairstyle-Tutorial hat einfach 26.000 Views oder so. Also, ich mache meine Haare so komplett nach hinten, mache sie komplett flach. Dann nehme ich mir das, was übrig bleibt, diesen kleinen Schwanz, wie ihn so manche andere YouTuber haben, nehme ich und dann ganz normal einen locker, flockigen, knackigen Zopf. Dann lasse ich erstmal knacken und so, Leute, dann habe ich den Zopf gemacht. Jetzt sehe ich erstmal aus wie so ein Eierkopf, glaube ich, weil meine Stirn schön herausgestochen wird. Das ändere ich, indem ich ein paar Strähne raushole. Ich sehe mich gerade gar nicht selber, Leute. Und dann sehe ich schon so aus. Ja, immer noch ein Spaß. Nein, Spaß, aber dann nehme ich mir ein paar Strähnen so raus.
das sieht einfach fresh aus. Das lässt das Gesicht dann wieder auch dünner wirken und die Stirn nicht so groß. Das kann man halt variieren. Und nach der Zeit, so im Laufe des Tages, sehen die immer fresher aus, weil es dann immer wilder aussieht, finde ich. Deshalb, Leute, so sieht das dann ungefähr aus. Ja, Leute, so sehen die Haare dann ungefähr aus, wenn sie wieder in den Zopf sind. Ich finde es eigentlich übel fresh jetzt, weil, keine Ahnung, jetzt sind sie auch schon lang genug, um einen vernünftigen Zopf zu machen und nicht mehr so einen kleinen Stümmel da auf dem Kopf zu haben. Das fand ich selbst immer abfuck. Aber ich habe die schlimmste Zeit eigentlich überstanden des Wachsens. Jetzt sehen sie eigentlich ganz fresh aus. Was findet ihr eigentlich? Findet ihr den Zopf, wie ich ihn jetzt gerade habe, fresh oder nicht? Könnt ihr mir gerne sagen. Ich meine, selbst wenn jetzt hunderttausende Menschen schreiben, sieht scheiße aus, ich lasse es trotzdem so. Also ihr müsst wissen, ich mache das, worauf ich Bock habe. Das solltet ihr auf jeden Fall auch so machen. Also falls ihr Bock habt, euch die Haare lang wachsen zu lassen, euch einen Zopf zu machen, euch Dreads zu machen, macht's einfach, okay? Fuck off the haters. Be a Maverick, baby. Like das Video, wenn ihr sehen wollt, dass ich mir Braids mache, keine Dreads, weil Dreads machen die Haare kaputt. Also von Dreads würde ich eh abraten. Braids schützen ja die Haare. Schreibt mir das auf jeden Fall. Und ja, das war's eigentlich auch mit dem Video. Ich wollte eigentlich noch zeigen, wie meine Haare aussehen. Ich wollte ein Video drehen, ich wollte produktiv sein und ich will fucking nochmal endlich 100.000 Abonnenten erreichen. Ich bin einfach so motiviert in letzter Zeit. Ich will diesen Playbutton hier. Playbutton. Ja, but. Nein, ich will diesen Playbutton hier stehen haben und einfach, ja, mein Hobby weitermachen und so viel Zeit, wie es geht, rein investieren. Ich liebe es, YouTube zu machen. Deswegen, Leute, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, folgt mir auf Instagram, Snapchat, hier ist der Zettibot, Baby. Und was kann ich noch sagen, außer schreibt mir Videoideen in die Kommentare, Leute. Und vergesst nicht, Leute, seid immer ihr selbst, macht das, worauf ihr Bock habt, geht euren Weg. Wenn sie links gehen, geht ihr rechts, seid unabhängig, das ist das Wichtigste. Wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde, stay fresh und peace. Wow, ja, Alter, richtig geile Frise. Okay, haut rein. Drop it.